Wir haben ein Buch wahrscheinlich am Bücherstand, den Gray, John Gray, Männer sind anders, Frauen auch. Dieser Mann hat eine ganz einfache, schlichte und phänomenale Metapher. Er sagt, stellen wir uns vor, die Männer kamen ursprünglich mal vom Mars und die Frauen von der Venus, waren also eigentlich E.T. füreinander. Und als ich kennengelernt haben, also die Männer haben die Frauen durch Fernrohre entdeckt und dann haben sie Raketen gebaut, sind dahin gedüst, haben sie ganz vorsichtig miteinander kommuniziert, weil ja jeder wusste, der andere ist in einer ganz anderen Insel, der hat andere Programme, andere Erwartungen, andere Hoffnungen, Wünsche, Ängste und so weiter. Also hat man gewusst, man muss die Brücke bauen, um zu kommunizieren. Und dann sind sie auf die Erde aufgewandert und haben es vergessen, dass sie ursprünglich, und damit begannen die Probleme. So, was ist jetzt anders am Mars als auf der Venus? Also zum einen rein physiologisch, das steht beim Gray nicht, aber das ist ganz interessant als Ergänzung, wir nehmen anders wahr. Frauen hören viel besser als Männer. Viel besser. Das heißt, wenn sie sagt, das Fußballspiel ist zu laut, hat sie völlig recht. Da er aber nicht so gut hört, sagt er, ist nicht wahr und er hat auch recht. Dann haben männliche Wissenschaftler herausgefunden, dass der Mensch ein Augentier ist. Männliche Wissenschaftler haben mit männlichen Versuchspersonen eindeutig herausgefunden, dass der Mensch ein Augentier ist. Männer sind Augentiere, das ist richtig. Frauen nicht. Frauen sind eher Ohrentiere. Die hören ja auch viel besser, haben wir ja gerade gelernt. Die hören ja auch das zwischen den Zeilen viel besser als die Männer, die sind ja halb taub. Dafür sehen die Männer besser. Das merken sie an den schönen Stunden, die sich Paare machen, bei manchen eher Minuten, aber sie wissen, was ich meine. Da wollen Männer viel Licht und viel sehen, zum Beispiel so rote Strapse und sowas. Frauen wollen da weniger Licht, nicht so viel sehen, die wollen was hören. Angefangen von romantischer Musik. So, Richard Kleidermann. Bis hin zu seiner geliebten Stimme. Damit ergibt sich aber ein weiteres sehr großes Problem, weil ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass Männer machen eine Sache ganz oder gar nicht und Frauen machen mehrere Sachen parallel. Also entweder er tut's oder er produziert Laute, aber bitte nicht beides gleichzeitig. Frauen können vorher, während und hinterher einen Running Commentary abgeben, wie ein Journalist, was ihre Fähigkeit, das wahrzunehmen und so weiter, nicht beeinträchtigt. Natürlich dumm, ne? Weil die Frau kann also zum Beispiel, nehmen wir an, sie wollen zu Freunden fahren, die sind umgezogen, er ist in der Orientierung besser, er kann auch die Autokarte lesen, ohne sie auf den Kopf zu drehen. Dafür kann sie ihre Probleme besser in Worte fassen, gleicht sich aus. Und dann telefoniert er mit denen und dann merkt sie, dass er mit den Freunden telefoniert, wo man nachher hin will, und sagt er eben, ich telefoniere gerade. Es geht nicht, dass da noch ein Gedanke dazwischen geschoben wird. Wenn sie am Telefon wäre, würde sie das integrieren. Nicht wahr? Das heißt also, es gibt gewisse Unterschiede, daran kommen wir nicht vorbei. Und wenn wir das begreifen, dann können wir sehen, wie gut wir uns ergänzen. Dann wird das spannend, dann können wir Brücke bauen. Aber wenn wir das leugnen, wird die Sache natürlich dramatisch. Dann war der Mars voller Höhlen. Höhlen, Höhlen, Höhlen. Auf der Venus gab es überhaupt keine Höhle. Da gab es das hier. Warum? Weil ein Problem für einen Mann ist etwas, das wo, nach Slavkodeutsch, eine Lösung brauchen tut. Und Männer lösen Probleme lieber allein, das ist gut für Selbstwertgefühl, von wegen Kontingenz. Das brauchen sie. Also, wenn Sie das nicht gleich jetzt auf die Reihe kriegen, weil Sie ja sprachlich nicht so gut drauf sind, dafür können Sie die Autokarte lesen, wissen wir ja schon, dann begeben Sie sich in die Höhle, wo Sie ungestört grübeln können. Und wenn Sie Glück haben, lösen Sie das Problem und dann kommen Sie aus der Höhle heraus und haben das Problem gelöst. Oder Sie kommen zumindest aus der Höhle heraus und können das Problem formulieren, um möglicherweise einen anderen Marsbewohner um Rat zu fragen. Nicht so gerne, aber wenn, dann soll natürlich der andere Marsbewohner zack, zack mit einer Lösung daherkommen. Weil ja für Männer ein Problem etwas ist, dem eine Lösung fehlt. Frauen sind da ganz anders. Die kommen ja von der Venus.
Auf der Venus gibt es keine Höhle, nicht, keine einzige. Nichts da. Da gibt es Clubcenter. Weil, wenn eine Frau ahnt, dass ein Problem am Horizont auftaucht, dann sucht sie eine mindestens zweite, wenn nicht mehr, Venusianerin. Und dann werden die beiden sprechdenkend gemeinsam erkunden, ob ein Problem existiert und wenn ja, worin es bestehen könnte. Das ist Abenteuer. Nach dem Motto, die schönsten Abenteuer sind die geistigen. Das können Männer schlecht nachvollziehen. Weil die dann mit dem Jeep im Dreck wühlen und sagen, das ist Abenteuer. Marlboro Country. Das heißt, für die Frau ist ein Problem etwas, über das man erstmal nachdenkt, gemeinsam, laut, mit anderen. Das heißt nicht laut schreien, sondern miteinander laut denken. So. Dann kann man danach über eine Lösung nachdenken. Das ist nicht unbedingt, es kann also für eine Frau ein wirkliches Erfolgserlebnis sein, das Problem definiert zu haben. Wobei übrigens die Frauen die eigentlichen Philosophen sind, das hat man nur im Industriezeitalter nicht gemerkt, denn davor waren Frauen auch die, die viel mehr lesen und schreiben konnten als Männer. Die ersten großen Romane haben auch in Europa Frauen verfasst. Das wird nur immer unterschlagen. Und jetzt kommt es wieder so. Also in den Geisteswissenschaften sind schon mehr Frauen als Männer eingetragen an den Universitäten in ganz Europa. Ende der Fußnote. Also jetzt passen Sie auf, was passiert. Er kommt von der Arbeit nach Hause. Sie merkt, im Tonfall und so, da ist was. Ach ja, vergessen. Es gibt ein Gesetz auf der Venus. Ein Gesetz. Paragraph 1. Wenn einer ein Problem hat, dann musst du ihm helfen. So. Er kommt von der Arbeit nach Hause, sie merkt, da ist was, sie sagt, was ist los? Er sagt, nichts. Dann beginnt er in der Fernsehzeitschrift zu blättern. Erstes Signal, ich gehe jetzt in die Höhle. Sie weiß natürlich, dass da was ist und sagt, geh, sag halt, was los ist. Er macht den Fernseher an, klickt und sagt, ich sagte nichts. Zweites Signal, ich bin schon halb in der Höhle drin. Jetzt begreift sie, der hat echt ein Problem. Klick, 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 klick. Jetzt muss sie ihm helfen. Je mehr sie in ihn dringt, desto mehr weicht er zurück. Ganz klar. Wenn sie Glück haben, dann begibt er sich jetzt nach draußen, legt sich unter das Auto, das ist die gute portable Höhle. Da folgen die wenigsten Frauen. Kann aber auch sein, dass er in die Kneipe an der Ecke geht, starrt da in sein Bier und spielt jetzt Höhle. Das begreifen Frauen nicht, wieso Männer in die Bar gehen können, in die Kneipe, wo sie öfter hingehen, und manchmal hocken sie alleine, gucken in ihr Bier und keiner kommt und quatscht sie an. In einer Frauenbar ginge das nicht. Da sind sie nicht zur Tür drin, da kommen die, ah, wie geht's dir heute? Weil man geht als Frau da wohin, um zu reden, sonst geht man da nicht hin. Männer können beides, die können hingehen, um zu reden oder nicht. Das erkennen die anderen sofort, der ist in der Höhle und lassen ihn alleine. Das. Ganz andere Welten sind das. So, jetzt nehmen wir an, er geht in die Kneipe an der Ecke. Jetzt hat sie ein echtes Problem, denn sie hat ja ihm nicht helfen können bei seinem Problem, das er ja eindeutig hat. Also hat sie ja versagt. Also hat sie jetzt ein Problem. Also ruft sie eine Venusianerin an. Und erzählt ihr das. Und jeder schließt ja von seiner Insel auf die Welt. Und hier ist die Wirklichkeit, Filter, und das ist der Filter Mars und Venus. Jetzt haben die beide denselben Filter. Und eine Frau würde nur dann mit einer anderen Venusianerin über ein Problem nicht reden, wenn sie kein Vertrauen hätte zu ihr. Das wird jetzt unterstellt. Mensch, der hat kein Vertrauen zu dir. Ja, sagt die Erste. Sonst hätte er ja mit mir drüber geredet. Ne? Ja, meine ich auch. Jetzt sind sich beide einig, der hat kein Vertrauen. Daraufhin ruft sie die zweite Venusianerin an. Je länger er weg ist, mit desto mehr telefoniert sie jetzt. Sehen Sie, und die sind sich alle einig. Und wenn er dann, sagt John Gray, 2 Stunden später fröhlich pfeifend nach Hause kommt, sein Problem gelöst habend, ist sie in Tränen aufgelöst und redet von Scheidung. Weil sie inzwischen weiß, dass die Partnerschaft gar keine Basis mehr haben kann. Bei so viel Misstrauen. Leuchtet das ein? Oder nachdem Männer Probleme alleine lösen, da gibt es so ganz banale Alltagsprobleme. Sie fahren jetzt dahin zu den Freunden. Männer und Frauen orientieren sich anders. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist auch bei Ratten schon der Fall.
Also wir reden ja nicht nur von Menschen. Wir haben ein Labyrinth und hier haben wir die Rettiche und hier haben wir die Rettinnen. Und Männer bauen sich, also auch Ratten, eine Karte im Kopf. Und wenn wir jetzt ein Labyrinth haben, wo die dann rumgehen, wo irgendwo was zu essen ist, und hier ist dasselbe. Und Frauen suchen Orientierungspunkte, die so in der Gegend rumstehen. Und jetzt hat man ein großes Labyrinth gebaut und hat das gleich angemalt und hat dann so kleine, aus der Puppenstube so Sachen aufgestellt, kleine Standuhr, kleines Sofa und so weiter. Und dann haben die relativ bald dann eben den Weg zum Ziel immer gefunden und dann ihr Futter gekriegt und waren alle happy. Und jetzt hat man angefangen zu experimentieren. Im einen Falle hat man die Maße verändert, indem man jetzt das so gezogen hat. Manche Gänge wurden länger plötzlich. Das heißt, die Karte im Kopf stimmt nicht mehr mit der Realität überein. Aber die kleinen Orientierungsgegenstände blieben stehen, wo sie waren. Die Damen sind also elegant durchgeflitzt und die jungen Männer haben es nicht mehr gefunden, weil die Karte im Kopf mit der Realität nicht mehr übereinstimmte. Die mussten neu lernen. Im anderen Falle hat man die kleinen Gegenstände weggeräumt. Und das hat den Männern gar nichts ausgemacht, aber jetzt sind die Rettinnen rumgelaufen und kannten sich nicht mehr aus. Und das hat man dann auch mit Studenten und Studentinnen wiederholt. Genau dasselbe Experiment, nur ein bisschen größeres Labyrinth, mit genau denselben Resultaten. Und wenn Sie mal gut zuhören, erklären Männer und Frauen den Weg ja auch ganz anders. Ein Mann erklärt Himmelsrichtungen. Oder er sagt, das ist Richtung Zürich. Und dann fährst du West. Und dann musst du nachher nochmal, dann fährst du quasi wieder Richtung Basel. Solche Erklärungen geben die ab. Frauen sagen, also bis zum McDonald's geradeaus. Da fährst du links. Und an der knorrigen Eiche, die er noch nie gesehen hat, in 30 Jahren, hat er noch nie die knorrige Eiche gesehen. Leuchtet das ein? Wenn Sie also Kunden haben, erklären Sie den Kunden den Weg dementsprechend. Sie müssen beides drauf haben. Oder wenn Sie eine Skizze machen, geben Sie beides an. Kilometer, Himmelsrichtungen und knorrige Eiche zum Beispiel. So, wenn wir also jetzt zu diesen Freunden fahren wollen, die ja umgezogen sind. Er hat also telefoniert, er weiß, wo es lang geht. Und dann merkt sie plötzlich, dass wir zum dritten Mal an dieser halb verfallenen kleinen Kapelle vorbeikommen, die er schon beim ersten Mal nicht wahrgenommen hat, weil er sowas ja nicht sieht. Dann weiß sie ja eindeutig, wir fahren nicht, jetzt kommen wir von rechts, vorhin kamen wir von links, aber es ist dieselbe Kapelle. Dann begeht sie den Fehler des Abends, wenn nicht der Woche, wenn sie dann sagt, frag doch jemanden. Das ist dramatisch. Weil für Frauen ist ein Problem etwas, worüber man redet, für Männer ist ein Problem etwas, was man alleine löst. Also sagt John Gray, reagiert er jetzt so sauer, als hätte sie gesagt, schneid deinen Arm ab und schmeiß ihn zum Fenster raus. Was Sie wiederum nicht begreifen. Verstehen Sie, das sind die Unterschiede. Wenn Sie also eine Reklamation haben, dann ist es nicht unerheblich, ob ein er oder sie anruft. Wenn ein Mann reklamiert, dann möchte er eine Lösung haben. Der will einen Deckel auf den Topf haben. Und wenn Sie ihm die Lösung anbieten, ist er happy. Wenn eine Frau anruft, will die zuerst mal reden. Die fühlt sich nicht ernst genommen, wenn sie sofort mit der Lösung kommen. Das ist 0815, dann sagt die, haben Sie das Problem öfter. Wieso? Ja, weil Sie die Lösung aus der Schublade ziehen.